Guten Morgen, Herr Stefan. Herzlich willkommen zu unserem Interview. Sie sind Dozent an der Beuth-Hochschule Berlin und haben bei der Abstimmung aller VfH-Studierenden dieses Jahr den zweiten Platz bei der Teacher of the Year-Umfrage gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Bitte stellen Sie sich zunächst kurz vor und welche Fächer Sie an der Beuth-Hochschule betreuen. Ich bin von Hause aus Mathematiker, habe aber die meiste Zeit meines Berufslebens in Industrie und Hochschule in der Informatik verbracht. Jetzt bin ich nach 44 Berufsjahren seit einem Jahr im Ruhestand und unterrichte im Lehrauftrag nur noch Mathematik. Ja, können Sie erläutern, was für Sie gute Online-Lehre insbesondere in der Mathematik bedeutet? Haben Sie vielleicht auch ein besonderes Erfolgserlebnis in Ihren Kursen gehabt? Ja, gute Online-Lehre, hier liegt ja die Betonung auf online. Eine Grundbedingung ist es meines Erachtens, dass man es als Dozent schafft, trotz der Distanz die Studenten dazu zu bringen, sich zu öffnen, sich zu äußern. Sie sollen ja trotz der Tatsache, dass die Webkonferenz aufgezeichnet wird, sich trauen, jede Frage zu stellen. Auch wenn sie manchmal glauben, dies sei eine dumme Frage. Und diese Scheu muss man ihnen als Dozent erst einmal nehmen. Und wenn man doch einmal feststellt, dass bei einem Teilnehmer Grundlagenwissen fehlt, dann muss man Hinweise geben, wo und wie diese Lücken gefüllt werden können. Wir haben hier an der Hochschule zum Beispiel einen Online-Brückenkurs Mathematik, in dem sich die Studenten einzelne halbstündige Themen zur Auffrischung ihrer Kenntnisse ansehen können. Häufig nehme ich solche Fragen aber auch zum Anlass, Grundlagen zu wiederholen und stelle dann immer wieder fest, dass ein Teilnehmer eine, wie er meinte, dumme Frage gestellt hat und fünf anderen Teilnehmern ein Stein vom Herzen fiel, dass diese Frage gestellt, dieses Thema behandelt wurde. Sie fragten nach besonderen Erfolgserlebnissen. Ja, da gibt es einige. Ich habe in meinen Kursen immer wieder Studenten, die irgendwann in der Schule den geistigen Anschluss an die Mathematik verpasst hatten, ein Misserlebnis nach dem anderen einfuhren und nun fest überzeugt sind, dass sie Mathe nicht können. Und diesen Studenten muss man versuchen, erste Erfolgserlebnisse zu geben, natürlich ohne die Anforderungen zu senken, aber sich eben entsprechend um sie zu bemühen. Und dann bemühe ich mich, diesen Kreisprozess in Gang zu setzen. Dieser Kreisprozess, der da lautet, ich habe Erfolg, also bin ich motiviert. Weil ich motiviert bin, arbeite ich mehr, befasse ich mich mehr mit dem Gebiet. Weil ich daran mehr arbeite, habe ich Erfolg und schon ist der Kreis geschlossen. Mit dem Erfolg hat man wieder die Motivation und so geht es weiter. Und wenn mir dies gelingt, diesen Kreisprozess bei einem Studenten in Gang zu setzen, dann ist das für mich wiederum die schönste Belohnung, für mich die Motivation. Denn auch als Dozent muss ich auf meine Motivation achten. Denn also zum 50. oder 100. Mal die Definition von Sinus und Cosinus zu behandeln, ist auf die Dauer ziemlich langweilig. Ja, dann verraten Sie doch vielleicht, wie Sie diesen Kreisprozess in Gang bringen. Also wie sieht da Ihr Konzept aus? Ja, ich habe also kein besonderes Konzept. Ich biete in jedem Kurs, ich unterrichte also hier zwei Kurse, Mathematik 1 und 2, in jedem Kurs biete ich eine 90-minütige Webkonferenz pro Woche an, die auch aufgezeichnet wird für Studenten, die zeitlich verhindert sind. In diesen Kursen haben eben die Studenten Gelegenheit, direkt zu reagieren. Also ich mache auf Deutsch gesagt ganz normalen Unterricht, aber eben übers Internet. Und dann bieten sich immer wieder Gelegenheiten für Nachfragen und auf diese Nachfragen muss man dann natürlich eingehen. Dies bindet mich natürlich zweimal in der Woche bei zwei Kursen an zwei Abenden, aber ich finde das keinen großen Aufwand. Ich sage oft scherzhaft zu Freunden, bevor ich also mir vor der Glotze den 37. Krimi einziehe, sitze ich mich lieber an den Bildschirm, da sitze ich auch vor so einem elektronischen Gerät und verbringe aber die Zeit mit jungen Leuten. Man agiert, man reagiert, man sitzt nicht nur passiv vor der Glotze und das finde ich eben schöner. Nächste große Schritte plane ich nicht mehr. Der jetzige technische Stand mit Hilfsmitteln wie Adobe Connect ist, wie ich finde, recht ausgereift. Ja, das ist super, dass Sie die synchrone Kommunikation nutzen über Adobe Connect.
Wenn Sie jetzt noch einen Wunsch äußern könnten, was Sie verbessern möchten, haben Sie gesagt, möchten Sie nichts. Aber was könnten Sie anderen Kollegen, die vielleicht neu in der Online-Lehre betreuen, was würden Sie denen mit denn auf den Weg geben? Ja, es gibt ja einerseits die Online-Lehre und andererseits die Präsenzlehre. Und der größte Unterschied zwischen beiden Lehrformen ist für mich, und ich nehme an, dass es dann anderen Kollegen genauso geht, dass ich die Augen meiner Hörer nicht sehe. In der Präsenzlehre, da sehe ich die Augen, das Gesicht, ich sehe das fragende Gesicht, das gelangweilte Gesicht, das verständnisvolle Gesicht. Und ich bemerke auch, ob ein Student bei seinem Nachbarn nachfragt, obwohl ich es ja gerade erklärt habe. Man merkt auch die Atmosphäre im Raum, man merkt, es wird unruhig. Und alle diese Informationen, die man eben als guter Lehrer so nebenbei mitkriegt, die werden eben online nicht übertragen. Die fehlen mir hier, wenn ich am Bildschirm sitze. Und als Konsequenz daraus muss ich aber anders agieren, als ich an der Tafel agiere. Ich muss also aktiv nachfragen, ob die Studenten Fragen haben. Ich muss sie ermuntern, sich stärker zu beteiligen. Das sollen aber alles keine Klagen sein, dass vieles, was in der Präsenzlehre geht, online nicht geht. Es ist einfach so, es gibt Unterschiede. Man muss sich der Unterschiede bewusst sein und dann eben anders agieren. Ja, vielen Dank. Wenn andere Dozenten Fragen haben, werde ich sie gerne an Sie verweisen. Wünsche ich noch einen schönen Tag. Tschüss, Dankeschön. Herr Stephan. Auf Wiedersehen.